Und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect. Jawohl, wir sind auf Eden Prime gelandet, sollen den Sender bergen und als Sekundarziel alles, was wir an Überlebenden finden, retten. Ganz ehrlich, das wäre für mich immer mein Primärziel, aber Was okay. zur Hölle sind das für Dinger? Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Kann ich drauf schießen? Piu-piu! Verdammt! Was denn? Das sind Kein Verdacht, Gastaschen. Commander. Das sind ja keine Menschen. So, wir können ja auch ranzoomen. Zack, bisschen präziser. Aber ihr seht schon, die Präzision ist jetzt nicht so der Knaller, wenn man nicht zumindest zoomt. Shepard ist übrigens immer noch angeknackst von der Mine, die ich da, also die da einfach runtergefallen ist. Okay. Wir können sprinten. Oh, ein Upgrade-Kit. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Wir können ja auch alles auf Universalgel reduzieren. Das ist das, was wir brauchen, um. Ich glaube, das ist unsere Währung. Nee, das war. Irgendwas, was wir zum Craften, glaube ich, gebraucht haben. Wir nehmen alles mit. Wir haben einen Stimulanzpack und eine Schildbatterie. Das sind zwei Rüstungsupgrades. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die auch irgendwie. Ja, ist ja gut. Ob ich die auch irgendwie einbauen kann. So, wir haben hier die Onyx 1 an. Das ist keine sonderlich gute Rüstung, aber ja. Genau. Stimulanzpack. Ah, genau. Wir können hier die Schildbatterie einbauen. Zur Generierung kinetischer Barrieren können Kampfanzüge mit Kondensatoren ausgerüstet werden, die Energie von einem Generator speichern. Plus 40 Schild. Das heißt, wir haben erstmal. Wartet mal kurz. Wie lege ich das jetzt an? Doppelklick. Genau. Wir haben hier übrigens auch die Möglichkeit, Helm auf- und absetzen. Ja! So. Ne? Dann haben wir hier den Helm nicht die ganze Zeit an. Werde ich ja auch mal machen. Boah. Ist okay. Kriege ich jetzt bitte nicht jedes Mal. Okay, ich muss es mir schon durchlesen. Keine Ahnung, warum ich hier jedes Mal. Klicken wir das Befehl da rein, um zwischen den Gegenschutzarten hin und her zu schalten. Da, 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 da. Ja, ich hab's verstanden. Ich will nicht hier. Ich kriege jedes Mal dieses scheiß Tutorial, ne? Okay. Ich werde hier mal einfach. Wieso kann ich bei ihm den Helm nicht abnehmen? Ist ja komisch. Okay. Geht vielleicht nicht. Ist vielleicht ein Bug oder sowas, ne? Gut. Dann laufen wir weiter. Und wir laufen und wir laufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kommen wir nicht von hier? Oh, toll. Ich habe hier den Orientierungssinn einer toten Katze. Jeder, der meinen Dragon Age Let's Play gesehen hat, wird es wissen. Ja, hier komme ich doch her. Wo muss ich denn lang? Hier lang? Ich glaube, hier lang. Ihr seht jetzt übrigens Oh unten. Gott, was ist hier geschehen? Noch gar nichts, aber okay. Ihr seht da unten der rote Lebensbalken und diese kleinen türkisen Rechtecke. Das sind die Schilde. Weil wir unser Schild aufgerüstet haben, haben wir davon jetzt zwei. Hey Caden, ich habe dir den Helm abgenommen. Warum hast du ihn wieder. Achso, das ist nicht Caden, das ist Jenkins. Okay. Das war der Grund, warum wir ihm den Helm nicht abnehmen konnten. Okay. Genau. Das war Level Up. Er ist übrigens, also ich spoilere Ich jetzt hier nicht, glaube, weil er wir ist haben sie, direkt aus der Commander. Gruppe raus. Ja, ist okay, Kane. Ja, so viel zu Richard L. Jenkins. Tut mir leid. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient ein Begräbnis. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Ma'am. Ganz ehrlich, der war jetzt kein großer Verlust. Ich meine, der erste Kontakt mit irgendwas Aggressivem und er rennt ins Offene und lässt sich abknallen. Warum ich die Dinger kaputt mache? Einfach so, weil ich es kann. Okay. Wir können hier in Deckung gehen, wir können uns ducken. Gut, danke schön, Caden. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Warum bist Ich du? werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Danke schön, Niles. Warum bist du halb tot, Caden? Was hast du gemacht? Okay, ich muss gerade mal ganz schnell schauen, wie ich hier meine Fähigkeiten ausrüsten konnte. Nee, okay, jetzt habe ich aus Versehen Medigel benutzt. Ja, gut. Wir hatten vier davon. Mit F benutze ich Medigel, falls ich mal nachfrage. Boah, du nervst!
wo konnte ich Fähigkeiten, weil ich kann werfen, ich kann dingsen. Wie kann ich meine biotischen Fähigkeiten einsetzen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Die Tutorial jedes Mal. Nee, also. Squad? Okay, auf jeden Fall haben wir wieder ein Level up und können Punkte verteilen. Ja, das heißt, ich werde hier auf jeden Fall mal. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal hier auf den Frontkämpfer, weil dadurch verbessert sich der Biotikschutz um 6 und den Schaden von Pistolen, also um 5, um 12 und den Schaden von Pistolen und Schrotflinten um 7. Und hier oben würde sich der Schaden um 5 verbessern und die Präzision verbessern. Aber hier habe ich quasi zwei Sachen mit drin, das heißt, ich gehe jetzt erstmal da drauf. Und dann noch schnell bei Caden, da mache ich kurz einen automatischen Stufenaufstieg. Ist in Ordnung. Dechiffrieren und werfen wurde jetzt bei ihm hier geskillt. Ja, aber wie kann ich... Was? Minus? Wie kann ich denn die Maus bewegen? Ständig Tutorial. Jetzt fängt der Spaß an. Sicher. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten Kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Ma'am. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Okay. Ja, ich hatte gerade aus Versehen das Mikro gemutet. Ich weiß jetzt nicht, welche Stellen ihr nicht gehört habt. Ich habe aber nicht viel gesagt. Kommen Sie mit. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Ja. Zwei Leute, die sich vor mich und die Kugel werfen können, sind besser als eine. Erstmal noch ein bisschen, ne? Wir sind hier unter Beschuss, mitten auf dem Feld, aber wir machen erstmal Smalltalk. Was wissen Sie sonst noch über die Geth?
Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Bis jetzt. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Na, hoffentlich. Okay, vor dem Angriff? Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Und die Wissenschaftler? Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Ich schwöre euch, irgendwann gehe ich runter, schnapp diesen Hund und... Nee, der Hund kann ja nichts dafür, aber boah, es ist nervig. Ich habe Fenster zu, es ist keine Ahnung wie viel Raum und dieser kleine Kläffer hier, oh, schrecklich. Also ich kann mich nur noch mal entschuldigen, aber ich kann nichts machen. Wir kriegen wahrscheinlich irgendwann im Sommer oder Anfang Herbst neue Fenster. Dann sollte das nicht mehr so schlimm sein, wenn das Fenster zu ist. Ansonsten muss ich irgendwie mal gucken, dass ich ein neues Mikro, wobei das Mikro ist ja gut, es ist halt nur ein bisschen zu sensibel. Vielleicht finde ich auch irgendwie noch Einstellungen, mit denen ich es machen kann, aber ja. Vielleicht ein Mischboard oder sowas. Okay, nein, das... Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Okay, dann gehen wir. Los geht's. Ich zeig auch mal mit meiner Waffe in die Richtung, in die ich will. Gut, wir haben ein Sturmgewehr bekommen. Drücken Sie I oder L, weiß man nicht so genau, um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen. Ja, okay. Wenn ich jetzt... Ah, mal kein Tutorial. Klicken Sie die Pistole? Ich habe keine Pistole von dir bekommen. Ich habe ein Sturmgewehr bekommen und damit bin ich nicht ausgebildet. Warum sollte ich... Nimm du das mal, Kelgen. Ist okay. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ja, genau. Dann haben wir hier Kühlkörper. Das heißt Hitzeabsorption. Das heißt, wir können öfter schießen. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Da musste ich gerade schnell husten. Tut mir leid. Ich wollte noch schnell den Helm absetzen von der guten Ashley. Ja, wir laufen hier alle ohne Helm auf einem fremden Planeten rum. Hoffentlich ist die Atmosphäre atembar. Am anderen Ende dieses Grabens. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir sortieren danach aus, was wir davon zu Universalgel verarbeiten wollen. Das hier ist schon so ein bisschen eklig. Also so menschenschaschlik und die sehen schon nicht mehr so frisch aus. Okay. Lecker! Hier gibt es so viel Deckung, hier kommt sicher gleich wieder ein Kampf. Daran erkennt man das halt in solchen Spielen immer. Ah, seht ihr, da vorne sind schon Gegner. So, Deckung. Bam, 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 bam. Da hinten ist einer. Ich habe hier einen Wallhack an, wisst ihr? Ich kann genau sehen, wo die Gegner sind, auch wenn sie hinter Deckung stehen. So. Da hinten steht noch einer. Der Minimap. Perfekt. Okay. Ich wollte nachladen und habe dabei wieder eine Mine geworfen. Sehr gut. Hast du ein Problem, Ashley? Irgendeins? Willst du eins? So, okay, wir nehmen hier wieder alles mit. Hier ist noch was. Ah. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen.
Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Okay. Dann auf zum Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Jawohl. Ja, Kleine genau. Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay. Gut, dann auf zu Nihilus. Ich glaube, wir müssen hier die Anhöhe hoch, ne? Hat sie gesagt. Ich habe gerade ein kleines Problem mit meiner Brille und dem Headset. Die drückt gerade ein bisschen. Es ist immer ein bisschen schwer, als Brillenträger vernünftige Headsets zu finden. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh Gott! Sie leben noch! Oh Gott! Was haben die Geth Ihnen angetan? Ja, das sind meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Die kommen angerannt und explodieren dann an einem dran. Das finde ich nicht so geil. Und sind auch noch sauzäh. Caden? Riecht nach Rauch und Tod. Ja, nach deinem Tod. Was war denn das für eine Aktion? Mann. So kommentiere ich auch immer, wenn ich gefragt werde, was war denn das für eine Aktion? Wenn ich auf der Arbeit, wenn mein Chef ankommt, was haben sie denn da wieder für einen Scheiß abgelassen? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Ja, leichte Dechiffrierung, manuelles Überbrücken. Es ist ein Minigame. Ich liebe Minigames. So. Es ist nicht wirklich schwer. Menschen. Dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Was? Okay. Sie sind in Sicherheit. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Sehr pessimistisch. Schön. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Du bist jetzt mal ruhig. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Okay. Habt ihr vielleicht Nihilus gesehen? Der wollte uns hier treffen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Nihilus war vor dem Angriff bei uns auf der Normandie. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. So. Da sind wir wieder zurück. Kurzer Schnitt gesetzt, weil das Telefon geklingelt hat. Habt ihr ja gehört. Wir waren bei Nihilus, glaube ich, ne? Genau. Dann zum Sender, bitte. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Aha. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der gründet hier gleich eine Weltuntergangssekte, glaube ich. Was ist denn mit dem los? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt?
zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Das hier ist übrigens ganz eindeutig eine negative Option. Ich werde euch jetzt kurz sagen, weil ich werde sie nicht wählen. Ich werde euch jetzt sagen, was passieren wird. Shepard geht zu Manuel, glaube ich, heißt er. Auf jeden Fall zu dem Assistenten hin und schlägt ihn bewusstlos. ja, nein. Also so viel zu aussagekräftigen Dialogoptionen, ne? Ich hätte es jetzt eher als Drohung verstanden. So, hey, ich stopfe dir gleich Small, wenn du nicht ruhig bist. Nee, Shepard geht einfach zu ihm hin und haut ihn K.O. Gut, wir sind hier fertig. Auf Wiedersehen. Williams, bring sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Genau, Manuel, leg dich hin. Haben wir hier noch was? Nein, hier können wir nichts plündern. Also gehen wir raus. Da kommen wir nicht rein, wie es aussieht. Ah, doch. Hier können wir was plündern. Yay, nehmen wir alles mit. Okay, dann möchte ich gerade noch schnell diese Chance nutzen. um mal zu gucken, was ich hier so für Pistolen bekommen habe. Keine. Hey, Schrotflinten. Cool. Oh, dieser Hund. Wir haben hier Schaden, hätten wir mehr, aber weniger Schüsse bis Abklingzeit und weniger Präzision. Hier wäre das so ein kleiner Kompromiss. Ich werde die Schrotflinte eh nicht viel benutzen, von daher. Ja. Gut. Dann haben wir hier noch ein paar. Oh, schön. Kann ich die rausnehmen? Leer? Machen wir erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das muss, aber ich werde mich hier in eine neue Rüstung. Die Scorpion ist eigentlich ziemlich gut. Ich vergleiche die mal. Oh ja. Oh ja, die ist echt nicht schlecht. Die ist gut, die nehme ich. Und dann baue ich da wieder meine Schildbatterie ein oder ein Stimulanzpack. Ah, ich dachte, das wäre so ein Heilpack, das einen automatisch heilt. Nee, brauche ich nicht. Dann haben wir hier Caden. Der kriegt die Onyx. Oder, nee, der fällt uns das um. Er kriegt die Gladiator. Die Gladiator. So. Okay. Gut. Und Ashley, die kann, glaube ich, mittelschwere. Ja, die trägt, glaube ich, mittelschwere oder schwere Rüstung. Sie ist ein Soldat. Da haben wir noch nichts Besseres. Sturmgewehr. Ja, ist auch nicht so geil. Schrotflint ist auch nicht so geil. Okay, dann lassen wir das so. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen und auf die Suche nach dem Sender und den Gate und welcher Turianer auch immer der demente Assistent da gesehen hat, beenden wir an der Stelle die Folge. Mich würde es freuen, wenn ihr morgen oder bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.